Im Unterschied zum Kirmesbeginn am Samstag, der vom Rai gestaltet und von der Dorfgemeinschaft gefeiert wurde, begeht man den Sonntag in Nettersheim als Fest der Familien und Verwandtschaften. An diesem Tag tritt der Kirmesrai kaum in Erscheinung. Das gilt auch für den Montag. Nach dem Hochamt in der Kirche ging es mit Musik zum Frühschoppen in den Kirmessaal. Um diese Zeit kamen auch die ersten Besucher aus der näheren Umgebung, die meisten mit PKWs. Von den Verwandten, die weiter entfernt wohnen, reisen noch viele mit der Eisenbahn an. Gleich wird ein Zug aus Richtung Köln eintreffen. Wer Besuch erwartet, hat sich am Bahnhof eingefunden. In den meisten Fällen werden die Ankömmlinge gleich zum Saal geführt. Hier sitzen die Familiengemeinschaften beim Frühschoppen und Tanzvergnügen beisammen. Währenddessen bereiten die Hausfrauen das Mittagessen, zu dem der Besuch gegen 1 Uhr mitgebracht wird. Um die Mittagszeit sind die Dorfstraßen wie ausgestorben. Die überall geparkten Autos verraten die große Anzahl der Gäste in den Familien. Man sitzt länger zu Tisch als an gewöhnlichen Sonntagen. Nach dem Essen wird überall Kaffee und Kirmeskuchen gereicht. Solche Bilder sind am Nachmittag im alten Ortsteil häufig zu sehen. Den Kindern ist es beim ausgedehnten Gespräch der Erwachsenen langweilig geworden. Sie spielen mit den zu Besuch weilenden Vettern und Cousinen auf dem Hof. Vielfach setzen sich die Familiengemeinschaften auch nach draußen, um beim Verwandtengespräch das Geschehen auf der Straße zu beobachten. Claudia, Ute, na komm, komm mal her, Ute. Lass uns mal kümmern. Hast du es aufgenommen? Ja, nö. Lass uns schon mal schauen. Ja, danke. Pass schön auf, wie ein Händchen, und schnell ab. Die Kinder, die vom Onkel Kirmes Geld erhalten haben, laufen zum Kirmesplatz. Auch ganze Familiengemeinschaften gehen dorthin. Johanna! Ja? Wir waren die tolle Wunde raus, da wurde ich hoch. I'm going to go to the hospital.
am Spätnachmittag Hochbetrieb. Der Sonntagsball beginnt bereits um 6 Uhr. Auch Verwandte, die am Abend die Heimreise antreten müssen, nehmen noch für eine oder zwei Stunden am Tanz teil, um Bekannte wiederzusehen oder Jugendfreundschaften zu erneuern. Wer von den auswärtigen Verwandten bis Montag bleiben kann, nimmt an der Kirmesprozession zum Friedhof teil. Sie beginnt unmittelbar nach dem Hochamt an der Kirche. Es wird in der üblichen Prozessionsordnung gegangen. An der Spitze ziehen drei Ministranten mit dem Prozessionskreuz. Dann folgen jahrgangsweise die Schulkinder jeweils in Doppelreihen, rechts die Mädchen, links die Jungen, dazwischen die Lehrer bzw. Vorbeter. Daran anschließend kommen die Frauen. Viele von ihnen führen kleinere Kinder an der Hand. In der Mitte des Prozessionszuges geht die Musik vor dem Geistlichen, der von zwei Ministranten begleitet wird. Den Schluss bilden die Männer. Wenn die Gemeinde Kirmesmontag zu den Gräbern hinauszieht, ist das Dorf nahezu leer. Nur die Kranken, die ganz alten Leute und die Kleinkinder bleiben zu Hause. Die Begräbnisstätte am Kirchberg wurde vor mehr als 30 Jahren aufgegeben. Seitdem führt der Weg auf die benachbarte Höhe zum neuen Waldfriedhof. Die Gräber wurden für die Kirmesprozession mit frischen Blumen geschmückt. Bei der Ankunft löst sich die Prozessionsordnung auf. Die Familien finden sich zum Gebet am Grabe des zuletzt verstorbenen Angehörigen zusammen. Uns gebracht hat, nennen wir Evangelium, frohmachende Botschaft. Das Erbe, das er uns anvertraute, ist ewige Freude am Hochzeitsmahle Gottes. Auch wir sollen die Kirmes verstehen als einen Vorgeschmack für die Freuden des ewigen Lebens. Dieses Stehen an den Gräbern der Toten soll den Vorsatz in uns kräftigen, alles daran zu setzen, einmal am Gastmahle des ewigen Lebens teilzunehmen. Mit dieser Herzensbitte wollen wir wieder zurückkehren in die laute, aber vergängliche Kirmesfreude, weil sie draußen wieder auf uns wartet. Und jetzt beten wir für alle unsere Verstorbenen, die hier auf diesem Gottesacker ruhen, lasset uns beten. O Gott, du schenkest Verzeihung und wünschest das Heil aller Menschen. Darum flehen wir zu deiner Milde. Lass die Verstorbenen dieser Gemeinde auf die Fürbitte der seligen allzeit jungfräulichen Mutter Maria, des heiligen Pfarrpatrons Martinus und aller deiner Heiligen zur Teilnahme an der ewigen Herrlichkeit gelangen. Durch Christus, unseren Herrn. O Herr, gib ihren Seelen die ewige Ruhe. Amen.
Lass sie ruhen im Frieden. Besuch und die Segnung der Gräber werden die Toten in das Kirmesgeschehen einbezogen. Auch die Musiker gehen jetzt zu den Gräbern. Für ein kurzes Gedenken sucht man auch die Ruhestätten anderer Verwandten und Freunde auf. Der Aufbruch des Geistlichen ist das Zeichen für die allgemeine Rückkehr. Die meisten Familien bleiben auf dem Weg ins Dorf beieinander. Hier sammelt sich der größte Teil der Einwohner, um wie an allen Kirmestagen zum Frühschoppen in den Saal zu ziehen. An den übrigen Tagen geht der Zug nach dem Gottesdienst von der Kirche aus. Die Kirmesfahne wird vorangetragen. Wie immer reihen sich auch die Kinder ein. Nur die Frauen, die für das Mittagessen zu sorgen haben, gehen nach Hause. Frühschoppen in Nettersheim sind Tanzveranstaltungen, an denen der größte Teil der Bevölkerung mit den Kindern teilnimmt. Wenn sich auch Sondergruppen bilden, wie hier der Musikverein oder die jüngeren Leute an der Biertheke, so werden diese Vormittagsstunden auf dem Kirmessaal doch mehr durch das familiäre Beisammensein von Alt und Jung bestimmt. Auf der Tanzfläche drehen sich zur Musik auch Elternpaare mit dem kleinsten Kind im Arm, Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, die die ersten Tanzschritte versuchen, oder wie hier der Sohn mit der Mutter.
In den Tanzpausen schließt man sich innerhalb der Bekanntschaften zu kleinen Zirkeln zusammen. Für die Kinder gibt es Fruchtgetränke. Die Männer, vor allem die Jüngeren, bevorzugen jetzt Bier, während am Abend allgemein Wein getrunken wird. Am Frühschoppenball kann man auch ohne jeden Verzehr teilnehmen. Die eifrigsten Tänzer sind Jugendliche, die am Abend nicht dabei sein können. Da auswärtige Besucher, von den Gästen aus der Verwandtschaft abgesehen, bei den drei Frühschoppenbällen fehlen, bietet der Saal das Bild einer einzigen großen Dorfgemeinschaft. Auf jedem der Vormittagsbälle wird auch ein Extratanz für die ganz Kleinen gegeben, der den Eltern fast noch mehr Freude macht als den Kindern. Während dieser drei Frühschoppen wird die Hahnenliste angelegt. Zwei Mitglieder des Kirmesreis gehen mit einer Kladde von Tisch zu Tisch, in die jeder eingeschrieben wird, der sich Kirmesdienstag am Hahnenköpfen beteiligen will. Für die Aufnahme in die Liste ist die Gebühr von 1 Mark zu zahlen. Die Reihenfolge der Anwärter auf den Hahnenschlag und damit auf die Möglichkeit, Hahnenkönig zu werden, wird durch das Los bestimmt. Darum lassen sich viele Bewerber mehrmals eintragen. Die Instrumente des örtlichen Musikvereins sind hier neben der Kirmesfahne aufgehängt. Da die Spielleute die Bälle mitfeiern, hat der Reih für die Tanzmusik eine auswärtige Kapelle gemietet. Kinder werden von den Karussells und den Spielzeugständen auf dem Kirmesplatz immer wieder angezogen. An allen Tagen enden die Frühschoppen zur Tischzeit gegen 1 Uhr. Abends finden sich die Erwachsenen zu den Kirmesbällen in ganz anderem Rahmen wieder im Saal ein.